Herzlich willkommen auf meinem Kanal Retro Vape Dream. Heute ein neues Video. Heute geht es um einen RDA. Heute geht es um den Lush Plus RDA von Votofo. Sieht man das? Lush. Ich zeige euch, was das Ding alles kann, ein paar Spezifikationen und wir legen gleich los. Warte. Ja, ich habe den Lush nur mit dem Originalzubehör gewickelt, das mal vorne weg, also die Wolken, die ich jetzt mache, sind mit dem Originalzubehör, das da kommt, natürlich gewickelt. Das heißt, es sind Wicklungen dabei, Fertigwicklungen, so Flat-Fused Clap, nennt man die, glaube ich. Oh, Liquid umgefallen. Da habe ich zwei verbaut, ich habe die Watte verbaut auch. Und ja, ihr seht, das funktioniert wirklich sehr gut. So gut, dass man mich gar nicht mehr sieht. 25 mm Durchmesser und wir sehen das hier. Der läuft hier unten so ein bisschen dann zusammen. Dann geht er hier bei einem so einen Ring wieder auseinander. Dann geht er wieder zusammen, wieder auseinander. Und hier unten hat er 25, oben hat er 25 mm Durchmesser. Das Airflow-System ist ein Kennedy Airflow-System. Das heißt, die Luft wird hier unten angezogen. Bei der Base. Läuft dann nach oben und kommt hier oben unter der Coil wieder raus. Das heißt, hier habe ich keine Airflow oder sonst irgendetwas bei der Verdampferkammer dabei. Das heißt, ich kann hier immer schön schauen. Bei mir wichtig natürlich, dass das Lush-Zeichen, sieht man das, Lush, hier schön nach vorne ist. Und dann sieht man sofort, was man dampft, nämlich den Lush RDA. Ist ein 4-Hole-Post-System. Das Deck ist am Anfang, als ich geschaut habe, ein bisschen, oh, was war denn das, was ist denn das? Aber es ist eigentlich easy peasy zu wickeln, kein Problem. Ich zeige es euch hier. Die gehen so diagonal runter, diese zwei aus, und in der Mitte dann gerade. Kein Problem zu wickeln, es ist ein Vierpost, die Löcher sind auch sehr groß, da kann man wirklich alles, was man so kennt, natürlich wickeln. Das ist kein Thema bei diesem Ding. Ich zeige euch das ganz genau in der Retteansicht. Das weitere Positive ist, ich habe, durch das, dass das ein Kennedy Airflow-System ist, habe ich hier so eine Wanne drin. Hier sieht man, die Airflow kommt unter der Coil durch und alles andere ist so Juice-Rinne. Das heißt, ich kann mit dem Liquid so richtig in die Juice-Well reindrippen, also so richtig reinfüllen. Ich weiß nicht, ob das 2 ml sind oder 1 ml, das ist eigentlich auch egal. Das heißt, ich kann die Watte hier wirklich mit viel Liquid versorgen und das saugt dann auch schön auf und dann ist es eigentlich auch kein Problem zum Dampfen. Also das ist wirklich eine coole Sache. Ich finde die Airflow sehr angenehm, hat für mich einen leichten Zugwiderstand. Genau so, wie ich es eigentlich mag. Der Geschmack ist wirklich gut. Er ist gut bis sehr gut bei diesem RDA, muss ich wirklich sagen. Das hat mich gut überzeugt. Auch optisch, ich finde ihn wirklich eigentlich noch cool. Es ist so irgendwie so ein... Es ist nicht mattschwarz, es ist nicht glänzend, es ist so irgendetwas dazwischen. Ich kann es nicht definieren, aber es sieht hier auf dem Hexom eigentlich wirklich sehr geil aus. Da gibt es in Schwarz und in SS. Ich habe jetzt hier wieder mal einen schwarzen genommen, weil ihr seht da hinten vielleicht so hier. Das sind alles Geräte, die im Test sind und am Machen und am Tun. Und ich hatte hier mal einen schwarzen RDA, also habe ich mir hier den schwarzen zugelegt. Preis, Leistung, ich kann mich nur immer wieder wiederholen, ich bin nicht von Votofo gesponsert, möchte ich immer ganz klar sagen, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut wieder gelungen. Votofo haut im Moment einfach einen nach dem anderen raus. Troll, Lush, jetzt bringen sie wieder was Neues raus, es ist unglaublich, die haben wirklich einen nach dem anderen auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob die was kompensieren müssen oder sonst irgendetwas, keine Ahnung, aber ich finde im Moment, ich bin ein bisschen Votofo-Fan geworden, weil einfach Preis-Leistung hier stimmt. Ich habe ein Gerät, das funktioniert. Ich habe den jetzt seit 3 oder 4 Wochen sicher im Test. Der funktioniert einfach. Und es ist immer noch die Coil drin, die mitgeliefert wurde. Einfach ausglühen, neue Watte durch, fertig, funktioniert. Aber ich laber hier schon sehr lange rum. Wir gehen mal in die Retteansicht. Tschüss. Ja, was wird mitgeliefert beim Votofo Lush Plus? Das sind diverse Ohrringe, wir haben Wicklungen. Ich habe hier nur noch eines mit den 3 mitgegeben. Ich habe hier diese 2 Originalwicklungen verbaut beim Test. Dann haben wir hier Ersatzschrauben, um den Draht anzuziehen, und einen Schraubendreher, der dabei ist. Dann haben wir hier die Base, hier Lush Plus, Votofo CE-Zeichen.
vergoldete Pin wird drin die Base umgehalten durch diese zwei O-Ringe. Und wir sehen jetzt hier die Schrauben, wie die angeordnet sind. Das ist so ein bisschen speziell, sage ich mal. Die beiden, die ein bisschen diagonal hineingehen. Und normalerweise ist das bei Vier-Post-Design eigentlich gerade. Ich habe die Wicklungen benutzt, die dabei waren. Das hat tiptop funktioniert. Wir sehen hier auch das Prinzip der Airflow Control. Das ist das sogenannte, ich sag's jetzt mal, der Kennedy-Style. Der Kennedy hat dieses Airflow-Prinzip. Die Luft wird von unten angezogen, geht hier durch und dann kommt sie bei dem Kamin wieder raus. Dieser Kamin, der steht hier ein bisschen vor. Das heißt, ich kann hier, wo die Watte hineinkommt, hier und hier, kann ich auch Liquid reinfüllen, weil dann läuft nichts durch das Airflow-System hinaus, durch dieses Loch. Das heißt, ich habe die Watte dann durch, zeige es euch dann noch, die Watte hier durch. Und ich kann hier, wenn ich die Watte drin habe, hier und hier ein bisschen Liquid reintröpfen. Das ist nicht viel. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie viel Milliliter oder weiß auch nicht, was das ist, aber das ist, es geht ein bisschen rein, das heißt, die Watte kann immer wieder aufsaugen. Die Post-Holes, die sind recht groß, also hier kann man alles durchmurksen, was man durchkriegen will, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben hier Kreuzschrauben, das heißt, ich kann das auch gut anziehen, das passt soweit. Dann die Verdampferkammer, da ist nichts außergewöhnlich, außer das Design. Hier sieht man Lush geschrieben und wir sehen hier diese konische, es läuft ein bisschen auseinander, da gibt es hier einen Ring, der ist fix, dann geht es wieder auseinander, oben wieder auseinander. Ich finde den eigentlich noch hübsch, also mir gefällt das sehr gut, mir gefällt auch das Schwarz sehr gut, das ist nicht so glänzend, das ist ein bisschen matt und irgendwie trotzdem glänzend, das ist schwierig zu beschreiben, dieses Schwarz. Aber ich finde es wirklich schön. Wir haben hier Triptip-Aufsatz. Der Triptip-Aufsatz, der ist eigentlich sehr fix und sehr fest. Also das Triptip fühlt sich sehr gut an. Ist ein Whiteboard-Triptip, also man kann von oben drippen, das ist kein Problem. Beim Wickeln, ich habe jetzt hier die Watte durchgezogen, muss ich nur aufpassen, dass die Watte und die Wicklung hier nicht auf die Luftlöcher kommt. Das ist eigentlich wichtig und ich habe jetzt hier diese Juice-Rinne und da kann ich jetzt Liquid einfüllen. Das heißt, ich benetze zuerst einmal die Watte. Und kann jetzt hier Liquid einfüllen. Hinten. Dasselbe. Und sogar in der Mitte und ihr seht hier, ich kann immer noch reinfüllen und die Watte saugt jetzt so schön auf. Also so funktioniert das eigentlich perfekt. Und dann, wenn nichts dazwischen gekommen ist und alles funktioniert, ja, dann dampft es auch. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück in die Totale. Ja, willkommen zurück zur Totalen, obwohl man das eigentlich nicht mehr sagen muss. Das Deck sieht auf den ersten Moment ein bisschen aus, aber ist eigentlich ganz normal ein 4-Post-Design, also 4-Post-Hole-Design. Kein Problem. Cool finde ich Kreuzschrauben, das heißt, man kann hier wirklich alles tiptop anziehen. 25 mm ist heutzutage ja eigentlich normal. Das Triptip, das hält wirklich extremst. Also, mir gefällt der einfach und ich finde das Kennedy Airflow-System cool. Weniger gut finde ich das Luftgeräusch, also wenn ich dran ziehe. Das ist sehr laut. Man hört, dass das wirklich laut. Ich habe beide Luftlöcher frei, das ist eigentlich nicht das Thema, aber der ist echt laut und ich weiß auch nicht ganz genau, wieso dass das so ist, weil der Kech, glaube ich, habe den Kennedy hinter, ich hole ihn schnell. Das ist ja der Original Kennedy mit diesem Airflow-System. Das ist der 3-Post, also wirklich noch der alte, erste Generation. Ja, ist doch auch laut. Ich weiß nicht, ob das am Airflow-System liegt oder so, aber der ist wirklich laut gegen einen Recoil. Das ist jetzt ein Recoil. Der ist weniger laut. Naja. Ich weiß nicht, ob das geschuldet ist, weil die Luft von unten anzieht. Keine Ahnung. Oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, der Luftzug, die Airflow ist sehr angenehm für mich. Hat einen kleinen Luftzugwiderstand. Ich liebe das Open Draw. Also wirklich schönen Tor habe ich nicht so gerne. Ja.
Und er sagt, geschmacklich gut bis sehr gut, da kann man nichts meckern. Gekostet hat das Ding 39,90, also 39 Schweizer Franken, 90, also knapp 40 Schweizer Franken. Preis-Leistung absolut genial, da kann man wirklich nichts sagen. Verarbeitung ist top, kein Gummigeschmack, kein Ölgeschmack, keine Ohrringe muss ich wechseln. Einfach nur ausgepackt, gewickelt, fertig. Das mit der Juice-Rinne, das finde ich auch geil. Da kann man ein bisschen mehr Liquid reinführen als beim normalen Tröpfeln. Das finde ich echt cool. Ich dampfe das Ding übrigens mit dem Winter Blues von Vape Lounge. Das war eine limitierte Edition auf den Winter von der Firma. Gibt es leider nicht mehr. Ich bin jetzt dann durch mit der Flasche. Ist echt geil. So ein karamellisierter Apfel. Echt geil. Ist wirklich ein gutes Liquid. Lush RDA oder Lush Plus RDA von Motofo, von mir ganz klar, ganz klar. Von mir ganz klar, Daumen nach oben. Ich kann den nur empfehlen. Preis-Leistung, einfach genial. Und geschmacklich, wie gesagt, ist auch genial. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da. Daumen nach oben, schieß mich tot, ich weiß auch nicht was. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Retro Vape Dream.